Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Ich hoffe, es geht euch wunderprächtig. Heute tatsächlich, ja, ihr wolltet ja wieder die Gameplays von den neuen Champs und hier haben wir's. Rell! Ich denke immer, sie heißt Nell irgendwie. Ich weiß nicht warum. Deswegen, wenn ich irgendwann mal Nell sage, wisst ihr Bescheid? Ja, sieht. Das hier ist der Battle Chroma, Leute. Battle Queen. Das sind neue Skins, die sind sehr cool. Mit dem schwarzen Chroma. Muss sagen, sieht mega cool aus, das Design. Holy shit, also dieses massige Pferd mit einer Lanze, ich liebe es jetzt schon. Ich werde es noch 100 Mal in diesem Game sagen, Spoiler hier schon an dieser Stelle. Ich finde es richtig, richtig, richtig cool. So, ich habe mir natürlich ihre Skills so ein bisschen angeguckt. Sie ist ein Support-Champ, wir werden sie auf Support spielen. Sie wird sehr wahrscheinlich keine andere Midlane, Jungle, für Jungle hat sie keinen Schaden. Sie wird auf keiner anderen Lane wirklich gut viable sein. So, ihre Spells, also. Wir haben ja, ihr habt ja mein Video angeguckt, deswegen wisst ihr ja, was Sache ist. Aber, wir gehen ein bisschen en Detail. Das heißt, ihre Autotext klauen 10% Rüstung und Magieresistenz und das scheint nicht zu scalen. Das wird immer 10% bleiben. Ist jetzt also nicht massivst krass. Und der Autotext Bonus Damage sind 8. Gut, wir fangen an mit der Q. Ja, die Q spiked so ein bisschen. Die Q macht auch, wie ihr seht, den Schildbreaker-Buff drauf. Auch, was man übrigens nicht denkt bei diesem Champion, es ist ein AP-Champ. Es ist kein AD-Champ, sondern AP. Wir würden sagen, erstmal ein bisschen mit der Q poken, oder? Ein bisschen so. Aber nicht, ja. Wir machen mal hier ein Board. Zack, Bess. Ja, ist ganz cool auf jeden Fall. Ist allerdings auch gar nicht so einfach zu treffen. Die Q, die ist sehr dünn, tatsächlich. Also, ist, und für einen Skillshot geht sie auch echt nicht weit. Und sie macht immer so. Das heißt, es dauert ein bisschen, bis sie einen Schlag macht. Ist nicht ultra einfach zu treffen. Ja, da hat man gesehen, hat nicht getroffen. Hat es, glaube ich, nicht. Nee. Schilde gehen sofort weg. Das heißt, gegen Zed oder solche Champs ist sehr gut. Was haben die? Die haben... Sion kann sich schilden. Der Rest jetzt nicht so richtig, glaube ich. Nee. Ja, dann haben wir jetzt ihre E. Die E ist die Verbindung zwischen uns. Sie gibt am Anfang 4 Rüstung, 4 Magieresistenz. Der Spell skaliert mit unserer Rüstung. Das heißt, je mehr Rüstung wir kaufen, umso mehr Rüstung geben wir. Das ist nicht wie bei Taric. Und es macht auch 84 Damage. Das ist tatsächlich relativ viel. Hat aber auch einen sehr hohen Cooldown, muss man sagen. 18 Sekunden, das ist schon echt lange. Sehr, sehr lange. Und dann kommen wir gleich zur W. Die hat 11 Sekunden. Die W ist sehr, sehr cool tatsächlich. Die habe ich euch ja sowieso erklärt, falls ihr das Video nicht gesehen habt. Leute, guckt es an. Ne? Sacramento de Moi. So, wir müssen natürlich gucken. Im Prinzip ist mein Vorfazit schon, ich habe sie ja jetzt schon mal gespielt. Ne, es ist nicht komplett blind, bin ich ehrlich. Dass sie wie Leona ist. Quasi. Sehr, sehr vergleichbar mit Leona. Hätte das jetzt getroffen oder nicht? Oh, ich glaube, der Schildbreak geht nur auf das erste getroffene Ziel. Ich habe anscheinend 27 Schaden an Jhin gemacht. Aber, oder? Vielleicht waren es auch Minions. Ich weiß es nicht ganz genau. So. Ouch, 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 ouch. Wir müssen ein bisschen gucken. Ich habe noch einen Stack, dass wir hier nicht... Ich kann natürlich nicht heilen. Deswegen, so ähnlich wie Leona, wir sind sehr aggressiv. Wir können engagen gleich mit der W, aber wir können nicht wirklich... Also klar, doch, wir können heilen. Wenn ich mit meiner Q treffe, heile ich meinen Verbündeten. Wenn wir verbunden sind. Allerdings. So, jetzt gehe ich rein. Auf geht's, ab geht's. Gestunt. Jetzt müssen wir natürlich gucken. Das ist schon mal nicht schlecht. Da habt ihr gesehen. Also mein Schildbreak scheint nicht. Das hat doch gerade getroffen, oder? Ja, das könnte... Oh, da kommt... Oh, da ist Danger, da ist Danger. War schon nicht schlecht, Leute, denke ich. Ne? War nur ein Kill für Nami. So, weiter im Text. Was brauchen wir? Itemsmäßig. Ich habe mir überlegt, wir gehen sehr wahrscheinlich auf... Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich denke, wir gehen auf Shurelias. Denn... das wird nichts. Das wird nichts werden. Das wird nichts werden. Das wird nichts werden. Da hätte er sich wahrscheinlich... Also die W, ne? Ihr smasht auf das Ziel. Wir sind die ganze Zeit 5% Movement Speed. Das ist sehr, sehr cool. Das heißt, wir haben jetzt mehr Movement Speed die ganze Zeit. Ist so ein bisschen wie Mobility Boots. Das heißt, wenn wir Damage bekommen, geht das allerdings weg. Ne? Reduced when taking Damage. Wir kriegen ein 152er Schild, das ist ziemlich gut tatsächlich. Vielleicht macht es auch Sinn, einfach AP-Items auf ihr zu kaufen. Ich habe jetzt auch runentechnisch Guardian und Mobility. Also Schuhe scheinen, glaube ich, schon wichtig zu sein auf ihr, beziehungsweise Movement Speed. Deswegen würde ich Shurelias gehen. Man kann mit dem Champ wahrscheinlich auch roamen. Das wäre sehr, sehr cool. Na, einfach mal so die Mitte roam. Dafür, denn wenn man aufmountet, kriegt man zusätzliches Movement Speed. Das ist definitiv nicht verkehrt. Na? Deswegen bin ich am überlegen, ob wir vielleicht auch Mobility-Boots kaufen. Müssen wir mal sehen. So ein knallharter Engage-Champion halt eben, ne? So, das heißt, wir können jetzt auch... Ich würde tatsächlich beim nächsten Engage mal was anderes probieren, dass wir nicht mit der W engagen, sondern... Das hier ist die Nahkampfform. Seht euch das Schild an. Die Schuhe sehen ein bisschen... Oder dieses Eisen hier drin sieht aus, als hätte sie Megabeine. Ist ein bisschen weird. Und jetzt können wir... Achso, wir können unsere Q trotzdem tatsächlich noch benutzen. Und jetzt können wir nämlich aufmounten und ihn direkt stunnen. Point and click.
Ich muss meine E noch verbinden. Ich komme, glaube ich, noch dran. Oh, ich konnte es nicht auslösen. Irgendwie hat es nicht geklappt. Ich weiß nicht, warum. Es hat nicht geklappt. Oh Mann, das verwechsel ich die ganze Zeit. Ich will immer meine... Ich glaube, ich verwechsle einfach die E mit meiner W die ganze Zeit. Das ist das Problem. Ich denke immer, die E ist das... die W ist das Stun. Das ist mein Problem gerade. Und go. Und gestunt. Zack. Und gestunt. Batz. Ne, das war schon. Und hier nochmal Rüstung wegnehmen. Ne, man sollte natürlich auch gucken, dass man... Oh Gott, das wird schlecht. Ich kann leider gar nichts machen. Ich könnte meine W machen, aber... Batz. Oh, da kommt Zack. Vielleicht können wir was machen. Ich habe gleich eine... Okay, das war... Okay, Katharina zerstört jetzt hier unten. Ist gut. Ja. Ja, das ist ein bisschen... viel Action hier unten. Gut, ich... Schuhe können wir nicht kaufen. Ja, dann würde ich sagen Schurelias zum Engagen. Ich denke, das macht Sinn. Machen wir das hier. 5% Movement Speed. Ist nicht verkehrt. Sollen wir einen Conch Forward kaufen als Supporter? Machen wir. Auf geht's. Auf geht's, auf geht's. 10 Minuten 30, dann kriegen wir Schuhe. Vielleicht wäre es worth, das früher zu kaufen, damit wir engagen können. Ne, mein Gedanke ist nämlich folgender, damit ihr das versteht. Wenn ihr in der Nahkampfform seid, also in der, ja, Nahkampf ist es ja sowieso immer, aber in der Bodenform, und ihr wechselt auf, das ist kein Point-and-Click, sondern ihr mountet, und dann müsst ihr, es ist wie Volibear, ihr lauft schnell auf ein Ziel zu, und wenn ihr das Ziel trefft, dann stunt ihr es. Dann werft ihr es über eure Schulter und stunt es. Oh shit, hier oben geht's schon los. Okay, das ist nicht schlecht. Kann ich den haben? Ja, sehr gut. So, dann komme ich mal. Ich bin da. Stun-Verbindung. Wo ist meine Stun-Verbindung? Irgendwas geht hier die ganze Zeit schief. Ich weiß nicht, was es ist, Leute. Meine Stun-Verbindung ist schon wieder weg. Ich würde... Auto-Tech. Sehr gut. So, jetzt Smashy. Und jetzt... Zack, gestunt. Gecued. Gebabbelt. Gestunt, gecued, gebabbelt. In 3 Schritten. Oh ja, ich könnte ihm noch gleich... Hier ist die Verbindung. So, jetzt kann ich gleich wieder W machen. W. Smash. Smash und Stun. Jetzt. Oh shit, ich habe Nami nicht bekommen. Ja, wir müssen hier vielleicht Rückzug. Ich glaube, das Problem ist, dass sie jetzt eher sterben wird. Ich werde ihn versuchen zu verteidigen. Mit meinem Slip. Zack. Ich werde sterben. Aber vielleicht kommt Zack weg. Oder vielleicht kommt... Nee, okay, wir werden alle sterben. Er wird auch... Oh, springt. Vielleicht kommt er weg. Ich hoffe es. Okay, wir müssen natürlich... Man muss natürlich also zurücksichtigen. Man denkt so, hey, wir sind ein Zerstörer 3000, 3000, 1000. Aber wir sind halt immer noch ein Support-Champ. Ne, wir können nicht einfach Leute zerstören. Das funktioniert so nicht. Ne? Also da müssen wir ein bisschen drauf achten, dass wir nicht... Also, wir sind halt zum CC, können wir. Aber das ist mit der E irgendwie... Entweder es ist bugged oder ich bin dumm. Oder ich, es ist bugged und ich bin dumm. Irgendwie habe ich das Gefühl... Vielleicht stunne ich auch die ganze Zeit und kriege das gar nicht so richtig mit. Muss, ja, ich glaube, dass ich einfach immer mit der E reingehen will. Das ist so ein bisschen wie bei Kha'Zix. Das wäre Sprung auch die E. Und deswegen denke ich, dass das bei W immer... der Ding ist. Es ist nicht meistens, bei fast jedem Champ ist eh der Mobility-Spell. Und das ist mein Problem. Katharina springt mit der E, Kha'Zix springt mit der E, Talon springt mit der E. Ja, viele Champs springen auf jeden Fall mit der E. Und das geht hier halt... Ah, sie lebt noch. Das geht hier leider nicht. Ach, das hier sind übrigens die Mates, mit denen ich spiele. Foxy, Mighty Morle, Zero, Two und so weiter. Ah, ich bin schon die ganze Zeit am Leben, oder? Oh, lol. Ich stehe hier die ganze Zeit, ich dachte, ich wäre tot. Gut. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen XP weggeworfen. Die sind schon Level 6. Alter, ich bin voll behind in XP. Und Katharina ist 4-2. Da müssen wir jetzt mal kurz ein bisschen aufpassen und farmen. So, gut. Ich habe hier noch das hier mitgenommen. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Weiß ich nicht. Summoner, Spell-Aced, Itemates, vielleicht. Ich meine, ich kaufe ja auch noch ein Mythic-Item zum Aktivieren. Vielleicht nicht ganz verkehrt. Schnell, ich brauche XP. Gib. Hier ist sehr viel XP. Ein paar Minions. Wie lange ich gerade AFK war? Bestimmt eine Minute oder so, oder? Einfach komplett geblindet. Gut, ich würde jetzt auch, ich weiß nicht, ob man die Q tatsächlich maxt. Ich, ja, vielleicht. Bei W geht halt der Schild im Mount höher. Ich glaube, ich packe mal mehr Punkte in die W rein. Uah. Kann man natürlich als Mobility Spell benutzen. Verbindung ist da. Geht natürlich auch. Hat man gesehen. Ich müsste mal gucken, ob man damit über eine Wand springen kann. Das wäre interessant. Wir könnten auch mal gucken. Brand ist hier, aber ich weiß nicht, ob das so klappt. Nee. Ich könnte mal hier warden. Ich denke nicht, dass sie mich tötet. Zack. Na, ich bin schön getankt. Sollen wir mal probieren? Ja, das ist sehr gefährlich. Charge! Ich komme nicht ran. Das, deswegen seht ihr, Leute, Movement Speed ist wichtig. Movement Speed wird sehr wichtig sein. Na, ich denke... Alter, Alter, was ist hier los? Was ist hier los? Leute, geht doch mal von meiner Lane runter. Soll ich mal ausprobieren, ob ich hier drüber springen kann? Jetzt gerade vielleicht ungünstig, oder? Ich würde gucken, ob ich engagen kann. Wenn einer zu nah am Turm kommt. Machen sie nicht. Kann ich... Ah, oh, schade. Okay, dann können wir es ja ausprobieren.
tatsächlich, geht. Cool. Cool, 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 cool. Also Mobility auf jeden Fall. Mobility geht auf jeden Fall. Sie muss mal wieder Midlane gehen. So, Frage ist, engagementmäßig, die sind halt schon beide Level 6. Na, und er hat gerade seine W benutzt. Deswegen wäre es vielleicht gut, wenn ich auch erstmal Level 6 werde. I think. Oh, den habe ich nicht bekommen. Kann der nicht auch durch die Stack, zack. Das ist das Ding, nämlich bei Leona. Mit diesem Champion, deswegen würde ich ihn damit vergleichen. Du kannst aggressiv sehr stark spielen. Wenn du mal ein bisschen im Hintertreffen bist, vielleicht wie jetzt, weil ich halt Level 5 bin. Du kannst so paukenmäßig, ist nicht das Allergeilste, und aggressiv spielen. Naja, also so richtig viele Möglichkeiten hat man da nicht, wenn wir ganz ehrlich sind. Ne? 24 hat das geil, das ist ganz nett. So, ich würde sagen, sobald ich Ult habe, engage ich. Mist, das reicht nicht. Wie viel Leben müssen wir denn haben? So, ich warde erstmal, weil das geht hier sonst gleich wieder den Bach runter. Oh, ich habe Discord schon wieder auf. Mann, immer dieses Discord weg. Zack. So, Cod Forward hier. Wie so ein guter Supporter das nur eben macht. Na, und wir packen jetzt mehr Punkte im W, damit wir besser auf den Gegner zuchargen können. So, mir fehlt noch ein bisschen. Ein bisschen. Komm schon. Noch ein, zwei Minions brauche ich, Leute. Komm schon. Ein Minion noch. Ein Minion noch. Ein Minion noch. Ein Minion noch. Und go. Und charge. Und gestunt. Und Ultimate habe ich auch noch, aber brauchen wir das? Na, ich weiß nicht, wenn ich da hinterher vielleicht hinterherkomme. War okay, war nett. War natürlich jetzt nur mit Gank, aber ist es okay. Also ist halt wirklich die Frage, will man... Damit ist wahrscheinlich besser zu engagen. Aber dann ist man danach halt ultra langsam und im Zweifel kommt man nicht wieder raus. Ich wäre dabei. Charge! Und zusammengezogen und gestunt und gecued und geignited. Ich könnte jetzt, brauchen wir meine W. Ja, meine W. Oder gehen wir erstmal hier, klauen erstmal hier Rüstung. Hoppa! Hoppa und gecued. Ja, jetzt meine E ist nicht mehr ready. Die müssen wir gleich neu verbinden. Verbindung kommt jetzt und ach, ich glaube, das löst sofort aus, oder? Habe ich irgendwie das Gefühl. Ich tank. Fight me. Also, ich weiß ja nicht. Hoppa! Okay, ich wäre. Ich kann noch verbinden. Verbindung ist da. Zack! Irgendwie, Leute, nee, also das mit der E, irgendwas ist da komisch, ich weiß es nicht genau. Was war's für Neil? Also ein bisschen kann ich auch heilen, ich weiß nicht, ob das meins war. Ein bisschen heilen kann ich. Kann einmal stunt. Nee, das, Mann, ich hab schon wieder die scheiß W benutzt, Leute. Mann! Ey, das muss, aber das gibt Parchamps. Bei Talia ist das auch immer. Bei Talia verweckt sich W und E auch ständig. Nonstop. So, wir machen jetzt mehr Punkte ins W rein. Ja, Cooldown Reduction werden wir wahrscheinlich ein bisschen brauchen. Könnt ihr bitte mich nicht abbrechen? Oh, ich habe kein Mana mehr, Leute. Also macht auf jeden Fall mega viel Spaß. Ja, aber du, Charge! Gecute, zack. Ja, schön, Leute, schön, ne? So kann's gehen. Wer mich abbricht, den töte ich einfach. Zack, jetzt gehen wir shoppen. Wir haben auch ordentlich Gold, 1800. Da kann man einiges mit kaufen, Leute. Einiges. This champion is so broken, that the lines is also broken. So, Shurelius ist da. Und jetzt kaufen wir Mobility Boots. Mobility Boots. Let's go. Ich weiß nicht, ob das der beste Deal ist, aber dann sind wir jetzt richtig mobil. Können auch. Vielleicht ist Mobility First auch ein guter Deal, damit man viel roamen kann. Wir haben jetzt einen Movement Speed von 500. Das ist ordentlich. Aber wenn wir unten aufgemountet sind, 329. Also, es ist wirklich immens langsam. Immens langsam. Also, das mit der E. Guck mal, jetzt. Also, es lädt sich anscheinend wieder neu auf. Ich muss es nicht neu verbinden. Ich habe immer das Gefühl, dass es... Aber vielleicht liegt es daran, dass ich es immer auf Cooldown sofort benutze. Und das deswegen. Also ich stun die Leute, glaube ich, schon. So, hier, Leute. Charge! Und zusammengezogen. Und geignited. Jetzt zum Beispiel, was mit meiner E? Ach, die ist auf Dings drauf gewesen. Ich könnte noch einmal... Und Hammer Time! Zack, und jetzt... Na, das ist natürlich nicht klug. Was heißt nicht klug? Aber ich komme da nicht hinterher. Aber ich bin, okay, ich bin tot vermutlich. Hier, Rüstung klauen. Ja, okay, das war's, ja. Katharina ist beyond broken, wie sie halt, sie ist gerade mal 4-4, Leute. Gerade mal 4-4 und trotzdem beyond broken. Ah, vielleicht, nee, das reicht nicht. Ja, dann, ja, Leute, Katharina, ey. Ritty, Champ. Wir brauchen ein bisschen, was ist hier drauf? Leben. Wir brauchen ein bisschen Magieresistenz, würde ich sagen, aber Rüstung auch, er ist AD. Gut, kaufen wir erstmal ein bisschen Rüstung, weil dafür habe ich das Geld. Geld. Was ist das für ein Drache? Erde. Oh, den hätte ich gerne auch. Ich muss aber klar, ganz klar sagen, Leute.
Guckt euch das an. Das sieht mega cool aus. Wie gesagt, ist der Skin mit Chroma. Aber es sieht mega cool aus. Das Pferd gibt es in allen Farben. Pink, grün, gelb, bunt, gelb, grün, bunt, gelb, grün und bunt. So, wir nehmen mal hier ein paar Minions mit, wenn ihr... Alter, oh, die Autotext machen halt echt wenig Schaden. Ist halt ein AP-Champ, ne? Es sieht immer so aus, als wäre ein AD-Champ. Deswegen ist es, glaube ich, auch gut, dass... Oder es ist ein gutes Design in der Hinsicht. Wäre der Damage AD, dann wäre es schwierig, weil Bonus-Damage plus Resistenzen, die man klaut, schwierig. So, jetzt haben wir noch einen Punkt in der W drin. Wir brauchen mehr Cooldown-Reduction, das wäre, glaube ich, wichtig. Und vielleicht ein bisschen Mana-Rack, weiß ich nicht. Urappa! Geklaut. Machen wir mal Doppelpunkt 3. Das sind ja alles meine Mates, ist okay, ne? Der macht da kein Auge. Jetzt kann ich... So, was machen wir jetzt? Gehen wir... Charge, 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 charge. Können wir irgendwas machen? Können wir irgendwo was fighten? Wie sieht's oben aus? 4-1 Maokai, sehr schön. Können wir vielleicht in der Mitte eine Prank-Compilation machen? Wie viel Move and Speed gibt Aurelias? 40er. Am besten wär's doch... Ich glaube, am besten wär's, wie gesagt, wirklich... Das wäre am einfachsten zu treffen. Wir müssen beides testen. Wir testen jetzt erst nochmal das. Das hier, wir mounten auf, machen Aurelias an und rushen aufs Ziel hinzu. Das probieren wir jetzt aus. Wir müssen aber auf Cutter gehen. Und ich weiß nicht, ob Brand und ich das reicht. Und ich bräuchte das End-Vision-Item. Vielleicht haben die auch hier Vision. Kann sein. Glaube nicht. Glaube nicht. Wir warten einfach. Warten. Okay, jetzt geht's los. Aufgemountet, Aurelias an und los. Oh shit, sie hat gedingst. Meine Verbindung ist da, dann geht leider nicht mehr. Und wir sind tot. Oh my damn. Oh, wir leben aber noch. Und haben noch ein Schild. Okay. Ja, Katharina ist ekelhaft, Leute. Guck mal, sie hat Nashor's Zahn, ey. Das ist... Ich meine, ja, Nashor's Zahn ist halt mega strong gerade, aber das hat schon alles gut geklappt. Die zerstört und vernichtet einfach. Katharina ist halt... Die ist nicht mal wirklich super fett. 5-5. Ich muss halt aufpassen, sonst bringt sie mich um. So, Verbindung jetzt erstmal auf ihn drauf. Zack. Da müssen wir jetzt aber trotzdem raus, sonst haben wir hier gleich ein Problem. Was kann ich machen? Eigentlich nicht viel. Gestunt. Wir müssen hier aufpassen, sonst sterben wir hier. Mount mal lieber auf. Bin ein bisschen schneller so. Bin echt gleich tot. About to die. Aber ich weiß nicht, ob das ein guter Deal ist, du. Ich weiß nicht. So, jetzt ist meine E wieder ready. Kann da oben stunnen. Kann die Q machen. Kann einmal Hammer Time machen. Muss da jetzt immer sofort rausflashen, weil Katai da reingehen wird. Nee, sie geht auf mich sogar tatsächlich. Ja, vielleicht hätte ich da nicht direkt flashen sollen, aber dachte, es wäre perfekt gewesen, wenn sie da reingegangen wäre auf uns. Ist vielleicht nicht ganz verkehrt. So, Items, Leute. Deadman's Plate wäre, glaube ich, sehr cool auf ihr. Deadman's Plate gibt auch nochmal... Machen wir Deadman's Plate. Ist ja wie Magieresistenz, oder? Ich meine... Ja... Katar macht so viel Schaden, weil wir keine Magieresistenz haben, aber... Ein bisschen habe ich schon. Also, es geht. Wir haben hier 11 und ich kriege ja hier durch 5. Also, Leute. Ne, das muss ja reichen. So, noch ein Punkt in die W. Boah, ich meine, hier geht der Cooldown auch halt richtig gut runter, ne? Wir machen erstmal Deadman's Plate fertig, komm. Zack. So, auf geht's. Sollen wir mal Botlane? Ich kann niemanden alleine fighten. Ich bin Supporter. Alleine fighten ist kein guter Plan, Leute. Ich muss das Trinket mal wechseln, aber mach mal jetzt kein Auge auf Supporter, diese Supporter-Sachen, weil ich muss ja hier gucken, dass ich so ein bisschen klarkomme auf mein Leben, dass ich mich... Es geht mir um den Champion. Ich wäre bereit, die Frage ist... So, diesmal engagen wir mit... Wappa! Okay, das hat schon mal nicht geklappt. Wir können hier, jetzt muss ich die Verbindung auf Brand machen, ist gestunt. Oh, jetzt kommt der Scheiß. War sie überhaupt gestunt? Ne, jetzt ist sie gestunt. Und zack, gecharged und gecued und genommen. Sehr gut. Ne? Also Damage haben wir halt nicht. Das ist okay, das finde ich fein. Wir sind ein Supporter. Supporter-Tanks sollten keinen Schaden machen. Aber das muss man, es fühlt sich an, als würden wir Damage machen. So, wir machen Q, wir machen W, wir machen E, wir machen dies, wir machen das. So, ich bin unterwegs allerdings. Ja, Katharina ist komplett ekelhaft, Leute. Komplett ekelhaft. Mann, ich hasse Katharina. Ich würde ja gerne Nami fighten, aber... Ne, lieber nicht. Hier ist ein Ward. Gehen Sie bitte fort. Ihr Moni-Forte. Deswegen würde ich sagen, ihr habt gesehen, meine W hat gerade, glaube ich, nicht getroffen. Besser ist es vermutlich, vor allem im Late-Game, wenn man unaufgemountet und dann aufmountet. Außer man engage vielleicht in viele rein. Das ist dann eine Ausnahme, I think. Na, so. Quasi. Dann ist man auch man den Fight relativ mobil. Ist nicht so langsam. Hat schon mehr Vorteile als Nachteile. Und dann, wenn dann irgendwann der Teamfight ist und die Gegner aneinander stehen und kämpfen, dann kann man ja auch dann schön die W treffen. Dann ist es einfach. Okay, ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. W! Zack! Na so, Frage ist jetzt. Also, was gehen wir als zweites? Die E wird der Cooldown deutlich geringer und der Schaden um 40 höher. 2 Sekunden weniger Cooldown, mehr Schaden. Q wird der Heal höher, aber nur um 5. Damage wird höher.
und Cooldown geringer. Hm. Ja, ich denke, wir machen die Q, weil der hier wird höher und wir können es öfter machen. Dadurch können wir noch öfter heilen. Die Frage ist, das müssen wir jetzt mal testen. Heile ich auch? Zack! Unterbrochen! Und jetzt gecued und jetzt geht und okay, ich bin tot, aber wir haben den Drachen bekommen. Ja, Katharina one-shottet mich halt jedes Mal. Vielleicht könnt ihr sie jetzt aber töten, das ist okay. Ah, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, schön, 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 schön. Schön, 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 schön. Also wir brauchen Magie. Aber ich werde eh gewone-shot, auch wenn ich. Sie hat ja schon Void-Step, Leute. Wenn ich jetzt Magie-Resistenz kaufe, das wird ja sofort wieder abgezogen. Deswegen machen wir jetzt einfach Deadless Blade fertig. Sieht das hier aus? Ja. Ja, ja, ja. Also was ich mich frage ist, wird der Verbündete auch geheilt, wenn die E gerade nicht aktiv ist? Das wäre sehr wichtig zu wissen. Ich glaube nicht. Das steht wahrscheinlich hierbei. If Rallis bound to an ally with attract repel. Das ist jetzt die Frage. Müssen wir mal testen. Das heißt nämlich, wenn ich mich mit jemandem verbinde und dann einen Gegner cure, heile ich ihn um 26 plus 5% Missing Health. Na, das kann schon nett sein. Bei einem geringen Cooldown von der Q kann das nett sein. Das Problem ist, im Teamfight benutzt man die E auf Cooldown. Und deswegen würde der Heal nicht funktionieren. Das wäre also nur für die Laning Phase. Okay, die sind da gestorben. Das ist nicht so gut. Da gehen wir mal nicht fighten. Wahrscheinlich hätte ich mir mehr Q-Boots kaufen sollen. Ich meine, okay, so viel CC und so haben die eigentlich gar nicht so, ne? Nami ein bisschen, aber hält sie in Grenzen. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich mehr Geld... Aber Jhin ist Level 7. Flay ist ja auch AFK. Kann das sein, dass er AFK ist? Was können wir machen? Ja, Cutter auf jeden Fall nicht. Aber wie cool das ist mit dem Pferd, Leute. Wie cool. Uah, zack. The Harden Live. Oh, ich hoffe, sie kommt weg. Ich kann Verbindung. Zack. Brody, 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 Brody. Bisschen. Du hast hier ein bisschen, bisschen. Brauchen wir hier ein paar Stacks wieder abbauen. So, Cutter ist da. Fokus. Oh Gott, 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 Gott. Renn! Wenn sie springt, kann man es da nicht sehen. Und jetzt zur Basis hinziehen und töten. Schön. Diesmal habe ich nicht gestunt, so jetzt kann ich die Verbindung neu auffrischen. Das kann man, das hat nicht so viel cooler. Vielleicht springt er und trifft er. Nee, tut er nicht. Aber ich kann einfach. Ich könnte jetzt rüber stunnen und so machen und. Ah, okay, nee. Ich wollte mit meiner E, aber das seht ihr, na, wenn du ungemountet bist, dann kommst du halt hinter niemanden hinterher. Und wir heilen. Wir bräuchten vielleicht mal Rek oder so. Ich muss jedes Mal, wenn ich HP verliere, wieder in die Base, weil ich nichts mehr machen kann. Ich gehe mal Botlane kurz ein bisschen Geld farmen. Wird ja wohl noch erlaubt sein, ne? Ich kann in der Mitte eh nichts helfen gerade. Zack. Okay, das war jetzt dumm. Jetzt bin ich nämlich ultra langsam. Wobei ich dann gleich ja wieder ein bisschen schneller bin. Aber naja. 250 Base Speed. Und... Hopp! Okay, das hat nicht geklappt. Ah ne, das ist... Mann, das ist auch gar nicht das drüberspringen. So, zack. Ja, mit dem Gold. Ne, ihr seht Q. Okay, sind nur 3 Punkte drin, aber Schaden. Was hat denn das für ein Scaling? Müssen wir gleich mal nachgucken, Leute. Ob das worth... wäre theoretisch, AP auf diesem Champ zu bauen. Aber Jungle Clear macht gar keinen Sinn. Ihr dürft jetzt nicht alle sterben, Leute. Oh Gott. Ja, Cutter Sings, Leute. Oh, das ist Selbstmord, das ist Selbstmord. Okay. Deadman's Plate ist da. Ich komme jetzt, Leute. Gut, also, Scalings. 25%. The first unit hit takes 150. Also auf dem ersten Ziel 50%. Ist auch nicht so krass. Könnte ihr engagen, aber ich habe das Gefühl... Ich mach das jetzt, Leute. Uah, doch nicht. Okay, ich bin wieder raus. Bei Katharina bin ich dann doch raus. Vielleicht war es gut so. Jetzt sind wir auf jeden Fall sehr, sehr schnell. Ob das der richtige Bild ist? Man weiß es nicht. Vielleicht. So, Zack ist da. Let's go. Komm. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Okay, so geht's nicht los. Ich könnte, wenn sie springt, dann ziehen. Okay, nee, ja. Gefährlich, 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 gefährlich. Gefährlich, 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 gefährlich. Könnte aber nochmal aufmounten, aber... Ja doch, aufgemountet und... Oh, shit. Ja, Mann, mein Ult, mein Ult, mein Ult. Da sieht man, hat man jetzt gesehen. Ich habe ihn rangezogen, aber er konnte weiter chargen. Ja, jetzt geht Katharina gleich wieder rein. Ah, und dass er hat nur den getroffen, werden alle sterben. Ah, erstmal ist Katharina mega ekelhaft. Ich hasse diesen Champ. Also ich spiele ihn manchmal sehr gerne, aber ich hasse ihn einfach. Jeder hasst Katharina, oder? Ganz ehrlich, come on. Aber da hat man auch gemerkt so, ne, Leona ist sehr einfach. Du machst E, du machst Q, du machst W, du machst Ultimate. Ne? Sehr, sehr einfach, sehr effektiv. Bei diesem Champ muss man tatsächlich ein bisschen... Ne, ich glaube, der wird am Anfang eine richtig schlechte Winrate haben.
Weil er hat zwar sau viel Potenzial, er ist sehr stark in offensiven Lanes, zum Beispiel Draven Rell oder sowas. Oder mit, ja, weiß ich nicht, wer ist denn aggressiv? Ja, so, keine Ahnung, halt offensive Chance, Tristana vermutlich halt auch. Ja, wobei Tristana gerade nicht so stark ist. Ich bin da. Okay, die ist tot, können wir noch weiter chargen. Charge. Ich glaube, wir brauchen noch mehr Ability Ace, weil wenn wir so lange warten müssen, hier um aufzumauen, das ist halt richtig zackeblätt. So, jetzt bin ich schnell. Zack! Aufgespießt! Und bam. Können wir was machen? Drache, Leute. Lass uns Drache holen. Oder Baron? Nee, lieber Drache, weil der Jungle ist von denen noch da, würde ich sagen. So, what hier, what da? Also, man muss schon so ein bisschen hier und da. Wir machen die Rüstung hier. Eigentlich muss ich die Rüstung, glaube ich, auf 6 machen. Oh, hier geht's schon los. W. Wie lange bin ich gestunt? Und jetzt zusammenziehen, die Boys. Und jetzt dann die Boys. Und jetzt Q drauf machen, die Boys. Und einen Ignite auf die Kale. So, gut, da geht auch noch was, oder? Aufgemountet und Abfahrt. Wo ist der nächste Gegner? Hier ist doch einer weggerannt, oder nicht? Oder ist der nach unten gelaufen? Wahrscheinlich ist er nach oben gelaufen. Ja, yeah, Leute. Okay, shit. Ja, das jetzt gerade war nicht schlecht, so, wenn man den Gegner reingeht. Und dann, die Ult fühlt sich noch ein bisschen... Ich persönlich finde, vielleicht wäre das broken, die Ult ein bisschen größer noch machen von der Reichweite. Oder ist es zu groß? Weiß ich nicht. Ich glaube auch, kann das sein? Naja, weiß ich nicht. Muss mal gucken. Gut, hier machen wir mal die Verbindung auf ihn. Zack. Wenn er ranspringt, kann ich sofort machen. Zack, und gestarrt. Und jetzt gerangeshottet. Und jetzt werden wir leider sterben, weil wir dumm sind, hier mit Cutter zu fighten. Ja, ich wollte es nur mal ausprobieren. Es war eigentlich klar. Wir müssen alles auf Cutter werfen und auf sie engagen. Ne, okay, wir brauchen jetzt Magieresistenz. Wo ist Magieresistenz? Magieresistenz? Was für ein Magieresistenz-Item können wir denn kaufen? Achso, Apis-Gangs wollte ich noch durchgucken. Hier haben wir 30%. Also AP wird gar kein Deal sein. Ultimate sind 70%, aber Ultimate, also beziehungsweise die E macht auch nur 30%. Scaling ist ganz horrible. Ganz, ganz schlecht. Jetzt ist Tristan auch tot. RIP. Ich bin unterwegs, ich komme. Bin unterwegs. Verbindung ist aufrecht. Am besten warten, bis die Verbündeten da sind. Einen kleinen Stun kann man machen. Zusammenziehen und Stun. Und Qn. Und Shurelia ist einfach mal anmachen. Und B. Was? Komm schon. Den Mann. Tötet den Mann. Oh. Ich habe aber mein Pferd noch. Wo ist mein Pferd? Ach, das war die eh schon wieder. Jetzt aber. Zack. Alter, kann er sterben? Hallo. Da oben ist... Ist das Cutter? Das ist Cutter, oder? Okay, ja, nee, Leute, da müssen wir raus. Ich muss heilen. Können wir noch hier was... Hier, Magiemantel. Irgendwas ganz viel mit Magieresistenz. Das mit der E, die benutze ich immer noch falsch aus Versehen die ganze Zeit. Aber nicht, weil ich dumm bin, sondern weil ich dämlich bin. Weil, also ich will halt die W benutzen und benutze die E. Ich bin unterwegs, ich komme. So, E jetzt wieder aufrecht auf ihm. Bin auch da. Er muss nur... Ich könnte noch was machen, wenn aber... Ja, okay, lass mal los. Ja, sieht bisher schwierig aus. Aber ich denke, man hat ja trotzdem... Ist ja nicht wichtig, ob wir gewinnen oder verlieren. Oh, Stun da, zack. Und jetzt die W. Hammer Time. Bam. Genockt. Links ist Cutter wieder da. Und das ist nicht gut. Zack wird sterben. Den müssen wir leider verkaufen. Die haben halt auch Katharina und Kale, ne? Das heißt, selbst wenn wir Cutter mal catchen sollten... Dann geht, aber dieses Nashor's Zahn, das habe ich auch in meinen Patch Notes gesagt, ist einfach viel zu stark. Selbst nach dem Nerf ist das viel zu stark. Und Katharina macht ja On-Hit-Effekte alle drauf. Die macht mit Lich Bane Nashor's, wirst du einfach komplett zerstört. Na, das ist nicht gut. Vielleicht können wir schnell jemanden catchen. Ich bin der Ritter von Wiesen und Weizen. Da. Machen die das? Ward hier. Da ist ein Control-Ward. Ward da. Weiß ich nicht. Lieber nicht, weil wenn wir jetzt. Ja, okay, es ist zu spät. Okay, Charge! Ja, okay, gut, abgenockt. Knockback. Jetzt machen wir so, ziehen die zusammen, machen Q, machen Ignite. Ich will jetzt ulten. Ultet sie? Nee, hat sie nicht? Hat sie schon? Okay, da unten kommt hier Frau von uns zu. Wo ist sie jetzt? Zappa! Und gestunt. Habe ich sie gestunt? Ich glaube schon, aber es interessiert sie nicht. Hier nochmal Rüstung klauen. Ja. Wir haben vielleicht auch nicht das richtige Team, um eine Cutter zu bekämpfen. Kann es daran liegen? Naja, wir haben zwei Tanks. Tanks sind broken, aber... Es ist natürlich auch immer der Delay da. Du hast ja hier einen höheren Ping. Und bis du den Gegner CC't hast, bist du halt tot. Oder bis du geflasht hast, bist du tot. Was sind das für eine Glocke? Mikaels. Das hier sind zwei Mythics. Abyssal Mark. Immobilizing Champion costs them to take 10% from... Das ist ja mega cool. Das wäre vielleicht ein gutes Item für uns.
Ich denke, Cutter ist ja auf Level 16 auch. Sie ist schon viel höher als ich. Wir machen jetzt einen Punkt in die E rein. Ability Ace, wie gesagt, wäre noch nicht schlecht. Was habe ich denn hier? Move and Speed, ja. Okay, schön. 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 Und natürlich, ein kleines Foreshadowing. Natürlich werdet ihr wahrscheinlich irgendwo wieder broken Gameplays von ihr sehen. Oh ja, da hole ich mich. Da sehe ich. Und zack. Und Q. Oh nein, okay, das ist nicht schlecht. Ich habe gleich Churelias plus W. Das geht, das geht, das geht, das geht. Und aufgemountet Churelias. Und Feuer. Zack. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass der nicht darüber kommt. Okay, shit. Also, natürlich wird es woanders Gameplays geben, wo sie komplett beyond broken ist. Und ich denke, wenn man das Game gewinnt und die Lane gewinnt, ist sie auch sehr stark. Im offensiven Gameplay ist sie sehr, sehr stark. Das hier ist ja gerade sehr defensiv, weil wir immer so ein bisschen... Naja, wir müssen immer gucken, dass Cutter uns nicht zerstört. Und... Der Jumping Point ist einfach der. Mann, Sion kannst du aber auch einfach nicht töten, ne? Was ist denn mit dem? Hallo! Ich könnte noch ulten, aber ich wollte es eigentlich nicht für den machen. Jetzt muss ich ulten, weil ich eh sterbe. Leute, Tank! Warum? Was ist da los? Können wir den Drachen schnell haben? Ja, aber die werden jetzt alle sterben, vermutlich. Also. Na, wenn du natürlich mit einem Pre-Mage spielst, das sind natürlich auch meine Pre-Mates, aber ich spiele jetzt nicht. Er ist ein Midlaner zum Beispiel, also mein ADK ist Midlaner und der Midlaner ist ein Supporter. Aber wenn natürlich jetzt andere YouTuber das aufnehmen, dann spielen sie wahrscheinlich, die suchen sich einen richtig guten ADK-Mate raus und die gehen dann auf Triad da rein, ne? Und deswegen muss man da natürlich, der Jhin ist halt AFK, ne? Das ist traurig ein bisschen, aber deswegen muss man das ein bisschen mit Vorsicht genießen, dass man... Ne, nicht sagt. Ich meine, die Pre-Mates würden wahrscheinlich auch mit Soraka Kog'Maw alles zerstören oder so, ne? So, 2011. Oi, aber die haben halt jetzt auch Kayle, ne? Kayle ist halt Kayle. Auf geht's und tötet den Sion! Danke. So, jetzt hier Verbindung ist aufrecht. Bringt leider wenig. Ich komme noch weg. Komm ich weg? Hier Verbindung, Rüstung. Ich könnte noch einmal chargen. Mach ich auch, oder? Mach ich auch. Charge! Zack, gestunt, genockt, gecute, nochmal gestunt und gestorben. Habe ich gestunt? Ich glaube schon. Ich glaube, was mir auch sehr oft passiert ist, das passiert, glaube ich, tatsächlich öfters. Man merkt das Feedback leider nicht so richtig. Vielleicht ist das auch einfach meine Dummheit, aber man kann halt auch sagen, vielleicht ist das Design auch ein bisschen schwierig. Man kann halt die E neu verbinden. Und wenn ich so wie jetzt hier gerade in einem Fight bin... und über einen Verbündeten bin und weil ich hier einfach klicke. Ich klicke ja hier und kämpfe und klicke und dann bin ich mit der E noch so halb über den Verbündeten, dann verbindet der mich neu. Und dann macht er die E, dann stunt er nicht, auch wenn er stunt sollte, sondern er verbindet mich neu. Und ich glaube, das passiert auch sehr oft. Weil gerade ging das Spam nämlich auf 4 Sekunden, 3 Sekunden Cooldown zurück. Was natürlich keinen Sinn macht. Weil ich ja stunnen wollte. So, gut. Wie können wir das Game gewinnen? Schwierig, wir müssen Cutter catchen. Weiß nicht, ob das klappt. Vielleicht. Da kriege ich meine E. Und dann all in und go. So, das wäre ein guter Plan. Ich habe gleich Churelias, aber ich müsste das andere Pferd haben. Damit könnte ich Leute catchen. Damit könnte es gehen. Jetzt, Leute, hier. Jetzt. Leute, jetzt. Jetzt ist perfekt. Jetzt ist perfekt. Und Feuer. Zack, gestunt. Nochmal gestunt. Zusammengezogen. Cute. Ja, komm. Sehr schön. Habt ihr gesehen? Das war ein schöner Engage. Schön. Vielleicht können wir was machen. Ne? That is the way to go, Leute. Also schön auf von der Nahkampfform ran. An Unpferdeform. Sollen wir Baron einfach machen? Ah, ich weiß nicht, ey. Aber, oder wir pushen Mitte. Vielleicht einfach Mitte pushen. Ist das sicherste. So, hier vielleicht Verbindung ist drauf. Hat auch sehr viel Reichweite tatsächlich. Pferdeform und los, Leute. Auf geht's. Pferdeform? Ich wurde gestunt. Und zack. Oh, es hat nicht mehr geklappt anscheinend. Aber ich kann sie... Habe ich sie gestunt jetzt, Aurelias? Ich weiß es nicht. Ich hab nochmal den Hammer hier kurz, zack, hochgenockt. Ich kann nochmal jemanden queuen zum Heilen, falls es klappt. Funktioniert und ein bisschen Rüstung nehmen, ist auch nicht verkehrt. Cutter kommt bald wieder, müssen wir aufpassen. So, aufgemountet und los geht's. Los geht's, los geht's, los geht's. Ich bin der Ver. Ah, okay. Ja, jetzt gleich werden wir sterben, weil Cutter gleich wieder kommt, Leute. Cutter ist gleich wieder da. Ich muss wieder schnell die andere Form. Ich muss sie direkt CC'en und stunnen. Das ist wichtig. Jetzt kommt sie, da tötet sie schnell. Gestunnt, zack. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. So, ich könnte direkt wieder drauf engagen, vielleicht, falls sie kommt. Die geht da bestimmt gleich rein. Dann engage ich. Wir können sie baiten. Jetzt. Jetzt!
Zack, gestunt. Gestunt, geignited. Jetzt kommt der Stun erst. Schön. Schön, 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 schön. Und jetzt weiter Gas geben. Oder Baron machen. Ich würde sagen, weil Sion da ist, sollten wir wahrscheinlich Baron machen. Ich glaube, Baron machen wäre besser. Und Sako, Rüstung, Schild wegmachen. Habe ich es getroffen? Ich weiß nicht, was ich getroffen habe. Ich kann den nochmal zurückziehen. Komm her. Du kommst zurück. Okay, sehr schön. Go, wenden! Wenden! Stirb! Mach keinen Schaden, Leute. Greift das Ding an. Wir machen alle keinen Schaden. Okay, schön. Ja, also klar. Man muss sagen, hey, wir waren zu viert. Die waren zu viert. Jetzt kann man sagen, wow, okay, Tobi hat gegen 4 gewonnen. Aber es geht hier nicht darum, dass es 5 gegen 4 war. Es geht hier darum, dass es kurz davor war, dass wir verlieren. Es sah alles unglaublich schlecht aus. Aber wir haben gekämpft, wir haben gesiegt. Manchmal muss man einfach mal ein bisschen kämpfen, kurz. So, ich hoffe, das Gameplay hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen, zu sehen. Könnt mir gerne sagen, was ihr von dem Champion haltet. Und ich wünsche euch was. Auf Wiedersehen und bis dann. Tschüss, ich hab euch lieb.